Hallo, mein Name ist Anja Lorenz, ich arbeite an der Technischen Hochschule in Lübeck und ich möchte heute über MOOCs sprechen, ohne dabei vorrangig über Lehrveranstaltungen an Hochschulen zu sprechen. Was sind MOOCs überhaupt? MOOCs sind Massive Open Online Kurse, das heißt Online-Kurse, die im Internet stattfinden. Die sind offen für alle, egal ob sie an der Hochschule eingeschrieben sind oder nicht. Und 2008, also die ersten gestartet sind in USA und in Kanada, da waren sehr, sehr, sehr viele Teilnehmende dabei, deshalb das Massive dazugekommen ist. In Deutschland gibt es MOOCs etwa seit 2011 und ich selbst bin seit 2013 dabei, ab und an MOOCs zu produzieren und durchzuführen. Die ersten MOOCs waren Lehrveranstaltungen von Hochschulen, die für die Gesellschaft, für alle freigegeben wurden und so das akademische Wissen einen breiteren Zuhörerschaft zugänglich gemacht wurde. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Kurse, die zum Teil aus der Hochschule stammen, die mit Partnerinnen und Partnern zusammen gemacht wurden, aber auch von externen MOOC-Makern, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Und deswegen ist die ganze Landschaft an MOOCs sehr viel größer geworden, als es Themen an der Hochschule bieten könnten. Ich nenne ein paar Beispiele. Zum einen haben wir an der Technischen Hochschule Lübeck den MOOC Digitalen Selbstschutz. Das ist zwar eine Lehrveranstaltung, vermittelt aber schon eine Art Soft Skills, muss man mittlerweile sagen, wo es darum geht, wie mache ich ein sicheres Passwort? Wie gehe ich mit meinen Geräten um? Wie browse ich sicher im Internet? Wir haben 2015, glaube ich, war es, den Ich-MOOC mit den Volkshochschulen in Bremen und in Hamburg veranstaltet, wo es darum ging, wie bewege ich mich selbst in sozialen Netzwerken? Mache ich ein Foto von mir da rein und kann ich die Anfrage meiner Chefin auf Facebook ablehnen? Solche Fragen sind da vorgekommen. Es war der größte Volkshochschulkurs aller Zeiten. Wir haben aber auch offene Online-Kurse, die zu verschiedenen Lebenslagen beraten. Wir haben einen Kurs, der heißt New Perspective, wo es darum geht, wenn ich überlege, mein Studium abzubrechen, was kann ich dann tun und wo kann ich Beratung bekommen? Wir haben einen Kurs zur gesetzlichen Regelung in der Berufsausbildung, wo Auszubildende einfach mal angehalten werden, ihren Arbeitsvertrag richtig zu lesen und auch ihre Rechten und Pflichten das deswegen auch zu kennen. Einen größeren Teil an Kursen haben wir aus dem Bereich Integration, weil wir da auch viele Projekte gemacht haben, unter anderem mit Jürgen Handke von der Universität Marburg, der Aussprachetraining für syrische Deutschlernende in einen offenen Online-Kurs gemacht hat, wo sein Mund zum Beispiel sehr gut gefilmt wird, damit man sieht, wie man im Deutschen ein M oder ein L ausspricht. Wir können mit MOOCs ganz, ganz andere Zielgruppen erreichen. Wir haben zum Beispiel den EFI-MOOC zusammen mit Herbert Schmidt gegründet, der im Verein Erfahrungswissen für Initiativen, dafür steht EFI, aktiv ist und wo Seniorentrainerinnen und Trainer ausgebildet werden, damit sie ehrenamtlich tätig sein können und zum Beispiel Fördermittel beantragen können. Wir haben einen Kurs für Volleyballtrainerinnen und Trainer, die damit einen Weiterbildungsschein erwerben können, der von sehr vielen Landesverbänden anerkannt wird. Und wir haben mittlerweile von wirklich externen MOOC-Makern den BIMOOC drauf. Da geht es um artgerechte oder naturnahe Bienenhaltung. Die arbeiten auch mit Imkerinnen und Imker aus der Umgebung zusammen, sodass man da auch mal hingehen kann und sich angucken kann, wie so ein Bienenstock denn dann in echt aussieht. Und das ganze Grundlagenwissen dazu bekommt man im Kurs vermittelt. Es gibt Kurse, die werden begleitend zur Veranstaltung eingesetzt, zum Beispiel der Roboprax-Kurs, in dem in Marburg Schülerinnen und Schüler lernen können, wie man so einen Roboter programmiert. Da gibt es so ein Grundlagenwissen, das wird auch über einen offenen Online-Kurs vermittelt. Oder wir haben auch Kurse zur Jugendbeteiligung, die sind mittlerweile schon 3 oder 4 Mal in verschiedenen Versionen entwickelt worden, weil die eben unter freier Lizenz stehen und einfach remixed werden können. So gibt es einen Kurs zur Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern, der nochmal extra finanziert wurde und wo der speziell angepasst wurde, oder eben eine englischsprachige Übersetzung des Ursprungskurses. Was will ich damit eigentlich? MOOCs standen, nachdem so die ersten euphorischen Experimente gestartet sind und alle das ganz toll fanden, standen auch sehr unter einer Kritik. Zum einen, weil es am Anfang abgefilmte Vorlesungen waren, die didaktisch jetzt nicht wirklich zum zeitgemäßen Lernen zielen. Dann waren sie zu teuer, weil man wirklich versucht hat, lerngerechte Angebote zu schaffen. Die Abbruchquote wurde sehr stark diskutiert. Das heißt, nicht alle, die den Kurs angefangen haben, haben ihn auch abgeschlossen. Und die Anrechenbarkeit ist sehr häufig ein Thema, wenn Leute das wissenschaftlich untersuchen, weil die eben genau von der Hochschule kommen. Wie jedes pädagogische Format ist aber ein MOOC nicht per se gut oder schlecht. Man sollte es aber vielleicht doch nicht nur mit Hochschulkriterien betrachten und auch die Potenziale über die Hochschulgrenzen hinaus anschauen. Also egal, ob du jetzt an der Hochschule bist oder nicht, überleg mal, ob du nicht auch einen MOOC machen kannst. Danke.